willkommen zum nächsten Video. Und wir testen heute das LG Optimus Speed. Und ja, dann werden wir gleich mal anfangen, was es denn so von außen zu bieten hat. Ja, auf der Oberseite befindet sich hier ein 3,5 mm Klinkenanschluss, ein HDMI-Anschluss und eine Sleep- und Wake-Taste sowie On- und Off-Taste. An der Seite befinden sich eine Lautstärkeregler, laut und leise. Auf der linken Seite nichts. Und hier auf der unteren Seite befindet sich ein Lautsprecher sowie ein Mikrofon und ein Micro-USB-Anschluss. Auf der Frontseite befindet sich hier oben eine VGA-Kamera, ein LG-Logo und eine Hörmuschel. Hier unten haben wir 4 touchbasierende Tasten: Suche, Zurück, Home und Bearbeiten. Auf der Vorderseite befindet sich soeben ein 4-Zoll-Display TFT mit 800x480 Pixel-Auflösung. Das Telefon ist 11 mm dick und hier vorne haben wir eine Maße von 126x64 mm. Ja, wenn wir den Akku sehen wollen, dann können wir hier den Akkudeckel entnehmen. Da muss man fast schon ein wenig Gewalt anwenden und hat das Gefühl, man macht das Telefon kaputt. Das ist der Akkudeckel, der ist bis auf dieses Objekt hier in der Mitte vollständig aus Kunststoff und auch gummiert. Ja, hier haben wir dann den Akku, der hat an Kapazität 1500 mAh und ein Lithium-Ionen-Akku. Hier kommt die SIM-Karte rein, hier kommt eine Micro-SD-Karte rein, integriert hat das Telefon 8 GB. Wir können es mithilfe der Micro-SD-Karte auf bis zu 32 GB auch noch erweitern. Als Prozessor kommt hier ein Dual-Core-Prozessor zum Einsatz. Der erste Dual-Core-Prozessor war das damals in einem Smartphone von Nvidia, der mit Tegra 2-Plattform. Der Prozessor hat 1 GHz je Kern. Und ja, wir werden uns heute auch mal gucken, wie denn der Prozessor so ist. Ja, an Datenübertragung haben wir Edge, GPRS, HSDPA, HSUPA, UMTS und WLAN 802.11 nach BG und Endstandard sowie Bluetooth. Ja, wir können es hier mit der On- und Off- bzw. Sleep- und Wake-Taste entsperren und können hier das Ganze mal entsperren oder ein Zeichen malen. Das haben wir uns jetzt so eingerichtet, weil wir das eigentlich sehr cool finden. Wir sind schon hier im Homescreen. Davon gibt es bis zu 7 Stück und wir können die auch hier wechseln. Und trotz des 1 GHz Dual-Core-Prozessors, wenn man es schnell macht, dann sieht man auch, dass das ruckelt auch ganz schön hier. Wir können jetzt nicht vom 7. gleich in den 1. scrollen, wie das zum Beispiel bei HTC Sense ist. Aber wir können auch eine Multitouch-Geste anwenden und dann haben wir die Homescreen zum Überblick. Die aber auch sehr ruckelig ist. Da hat man das gesehen. Es läuft einfach nicht so flüssig wie bei den aktuellen Smartphones. Ja. Wir können auch die Fenster hier nicht verschieben. Und dann haben wir hier die Telefonapplikation, die Kontakte, die Nachrichten und hier die Anwendung. Die kann man ähnlich wie bei HTC Sense auch runterscrollen von oben nach unten. Finden wir persönlich auch nicht so gut. Da gefällt uns das System von Samsung Touchpads besser. Wir finden einfach, dass es generell übersichtlicher ist. Wir haben hier die 2.2 Android-Version FroYo drauf. Ja, wir können mal hier in die Einstellungen gehen. Unter Telefoninfo. Und ja, da sieht man das, Android 2.2.2. Hier sieht man nochmal die Modellnummer, das ist LG P990. Und zum Schwarzwert her kann man sagen, der ist für ein LCD-Display ganz in Ordnung, kommt natürlich nicht an die Performance von AMOLED-Displays wie Samsung oder HTC in der neuen One-Reihe sie einmal verbaut hat. Dann können wir hier die Kamera starten. Allerdings fehlt hier auch eine Kamera-Schnellstart-Taste. Die Kamera können wir hier so ganz normal starten. Und ja, so sieht dann die Kamera-Applikation aus. Wir haben hier eine Reihe von Einstellungen, können hier ein Foto knipsen in 8 Megapixeln und Videos können wir aufzeichnen in 1080p Full HD. Das heißt 1920x1280 Pixel. Und ein Testvideo wird diesem Video auch beigehängt, beziehungsweise beigelegt oder angehängt. Und ja, wir nehmen gerade ein Video auf, können das ja auch beenden. Und dann wird das ja auch gespeichert. Und ja, das war soweit die Kamera-Applikation. Die Musik-Applikation ist das hier,
Die braucht ein bisschen lange zum Laden, finden wir. Wir haben hier die ganzen Titel, können hier schön sauber durchscrollen, hier hakelt auch nichts. Können hier mittels so einer Leiste auch sehr schnell wechseln, durch das Alphabet durch. Und ja, dann kommen wir mal zum Browser. Und ja, der ist natürlich ganz typisch, wie man es kennt, auch von Google. Und ja, den werden wir uns gleich mal angucken. Ja, wir gucken uns mal den Browser an und geben mal hier gleich Wetter ein. Und er macht hier auch schon Vorschläge. Wir können es mal hier suchen. Wir gehen momentan über das Mobilfunknetz rein, das heißt HSDPA. Die Seite ist angenehm flott geladen. Wir können hier durchscrollen, jakelt eigentlich fast nichts. Wir können auch Multitouch Zoom anwenden, der funktioniert außergewöhnlich flüssig. Und ja, dann werden wir mal eine etwas aufwendigere Seite uns angucken. Ja, die Standardseite Chip, die gucken wir uns wie jedes Mal an. So, also ich habe jetzt hier was Falsches eingegeben und er hat es gleich schon verbessert. Das heißt, wir nehmen dann auch hier gleich chip.de und ja, nehmen mal die Seite her. Nein, und nicht das mobile Portal, dann haben wir keine realistischen Werte. Die schnellste Zeit, die wir bisher so gemessen haben, das waren so ungefähr 3 Sekunden. Also er lädt hier noch, man sieht das an der blauen Leiste hier oben. Und ja, wir können aber auch schon durchscrollen, aber es funktioniert noch sehr hakelig. Ja, jetzt ist die Seite fertig geladen, wir können auch durchscrollen. Das funktioniert relativ flüssig, es hakelt manchmal ein bisschen, aber groß stören tut das auch nicht. Wir können es vergrößern, hierdurch. Wir können natürlich aber auch Multitouch-Zoom anwenden. Das hakt jetzt auch schon ein bisschen mehr. Oder einfach Doppelklick. Dann wird das angenehm schnell und dann auch vergrößert, sodass man es angenehmer auch lesen kann. Und ja, das war soweit der Browser. Wir ordnen das Smartphone hier in Mittelklasse, als ein Mittelklasse-Smartphone ein. Zu kaufen ist es ab 290 Euro in Schwarz und 270 Euro in Weiß. Ja, gut gefallen hat uns einmal das Display, das war sehr schön hell. Das Telefon an sich hat eine relativ gute Gesamtperformance und hat eine gute Haptik. Negativ ist uns aufgefallen, dass der Prozessor im Homescreen sehr doll ruckelt und die Kameraleistung ist auch gering. Ja, das war das LG P990, das LG Optimus Speed. Ihr habt es gesehen, schreibt einen Kommentar auch runter. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert uns, das würde uns helfen. Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen.